Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ihr seht es schon hier, ihr habt es im Thumbnail gesehen, im Titel gesehen und schon monatelang drauf gefreut. Heldenauswahlverbesserung. Gut, im Deutschen klingt es natürlich nicht so nice, das ist das Helden-Loadout, was verändert wurde. Und das ist der große Blogpost dazu. Ich habe es gerade am Handy gesehen, habe gedacht, gut, du schmeißt direkt den PC an und los geht's. Okay, ich wollte nämlich direkt die erste Reaktion haben. Hey Fortnite-Freunde, in unserem letzten Stand der Entwicklung haben wir bereits erwähnt, dass wir am neuen Heldensystem arbeiten. Erstmal überprüfen, Stand der Entwicklung, wann haben sie das gepostet? 22.10.2018. Und jetzt, 4 Monate später, ist es soweit. Ja, das war der letzte Stand der Entwicklung. Okay, schon was lange her. Nun freuen wir uns ankündigen zu können, dass die Änderungen zum Heldensystem im Update Version 8 live gehen. Also Season 8 gleich eine neue Ära für Rette die Welt. Mehr Helden und mehr Kombos. Die aktuelle Heldeneinheit nutzt 3 Slots. Held, Unterstützung und Taktik. Die neue Heldenauswahl besteht aus 7 Komponenten. Ein Kommandant, 5 Teammitglieder für Unterstützung und 1 Teamvorteil. Helden haben zudem keinen Komplettsatz statischer Vorteile mehr, was? Die ihr Gameplay definieren. Wie verstehen wir das? Stattdessen konzentrieren sie sich auf einen speziellen Vorteil und du kannst diese Vorteile so zusammenwürfeln, dass sie deinem Spielstil entsprechen. Die Heldenauswahl beschert dir diese Hilfsmittel, um auf deine Art zu spielen. Sehen wir uns das genauer an. Bevor wir uns das genauer ansehen, wobei es ist schon sehr einsichtig hier. Das ist das Entdecker-Perk, ja, 24% mehr Spitzhackenschaden. Dann hat er hier noch einen Sensen-Perk, er ist schneller unterwegs und dann noch 2 weitere Nahkampf-Perks, das heißt, man kann sich wohl echt ordentlich was zusammenlegen. Dann scheint er hier noch 5-fach Nahkampfschaden-Bonus zu kriegen irgendwie. Wenn ich das mal so richtig beachte hier. Ja, man kann es sehen, meine Maus ist nicht verschoben, sehr gut. Okay, das klingt schon mal kurios. Und wir sehen hier links, also Lux, Heldin. Ich habe euch ja gesagt, die kriegt das Kunai-Gewitter anstatt Drachenschlag. Und das sehen wir hier bei den Abilities auch nochmal. Kunai-Gewitter anstatt Drachenschlag. Also das ist auf jeden Fall etwas, was verändert wurde. Okay, Kommandant. Das scheint unser aktueller Hauptheld zu sein, der auch im Menü rumsteht. Das scheint jetzt der neue Kommandant zu sein. Der Kommandant ist der Held, den du während deiner Mission steuerst. Wow, man hätte auch den ersten Satz lesen können. Dieser Held bestimmt deine Fähigkeiten, Klassenvorteile, mehr dazu später, und den Kommandantenvorteil. Der Kommandantenvorteil wird freigeschaltet, wenn ein Held auf 2 Sterne weiterentwickelt ist und stellt ein deutliches Upgrade gegenüber dem Standardvorteil dar. Okay, also auf jeden Fall upgraden, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Dein Kommandant spielt eine wichtige Rolle in deiner Aufstellung, weil Kommandantenvorteile eine Menge drauf haben. Nutze dies, um deine Ausrüstung ans Limit zu bringen. Okay, hier sehen wir jetzt von 4 verschiedenen, okay, von 3 verschiedenen können wir es zumindest sehen, diesen Kommandantenvorteil. Also zum Beispiel Tank Penny hat 50% mehr Nahkampfschaden mit schweren Nahkampfwaffen, mit stumpfen Nahkampfwaffen. Steelwool Sid hat auch einen neuen Bonus mit Maximum Overload. Das heißt, 150% mehr kinetische Überladungsschaden. Okay. Hier, der Kunai-Gewitter hat jetzt ja, Energieschaden als Explosivmunition vom Kunai-Gewitter. Also das scheinen wohl sehr stark überarbeitete Boni zu sein. Das höchste, was ich bisher an Grundschaden gesehen habe, war 24% bei Stummgewehren. Und 50% einfach mal so für Nahkampfwaffen ist schon echt ein fetter Bonus. Klingt auf jeden Fall nach vielen neuen interessanten Waffen, beziehungsweise nach alten Waffen, die interessant werden können dadurch. Unterstützungsteam. Das Unterstützungsteam ist das Rückgrat deiner Aufstellung. Jeder Held, der ein Unterstützungsteam-Slot gesetzt wird, beschert dir einen Standardvorteil und 8% seiner Werte. Okay. Also da wir 5 Unterstützer haben können, 40% Bonus ist schon lecker. So kannst du deine Heldenauswahl anpassen, um kreative Aufstellungen zu erreichen. Es gibt 5 Unterstützungsteam-Slots. Ja, das stand schon weiter oben. Danke, Epic Games. Du hast also eine Menge Möglichkeiten, deine Aufstellung nach deinem Vorstellen anzupassen. Du kannst als Konstrukteur mit Scharfschützen, Fokus oder auch als Soldat mit krass frisiertem Vorwärtskommando spielen. Du hast die Wahl. Gucken wir uns das mal so an. Also hier sehen wir, dass hier der erste Support-Bonus gesetzt wird. Und wenn man hier die Auswahl hat, dann sieht man schon, was man dort für Perks bekommt. Mit der Beschreibung immer drunter. Und das ist sogar ziemlich übersichtlich gehalten. Also Props an Epic Games. Das sieht verdammt sauber und professionell aus. Aber okay. Wir haben 4 Monate daran gearbeitet. Es muss so aussehen. Sonst würde jeder Tomaten ans Epic Games Headquarter werfen. Klassenvorteile. Also das hier brauchen wir uns jetzt gerade nicht genauer angucken, weil ja,
wir sehen halt nur das, was gerade zu sehen ist. Wir könnten jetzt alles Mögliche reininterpretieren, aber ich denke mal, hier wird alles vernünftig erklärt. Denn wenn ich mir rechts auf den Balken gucke, wir sind noch nicht gerade weit runtergescrollt. Klassenvorteile. Jede Klasse hat bestimmte Klassenvorteile. Hier unten, Class Perks. Base und Kinetic Overload zum Beispiel bei ihm jetzt hier. Welche die gemeinsamen Eigenschaften jeder Klasse ausmachen. Wenn du einen Konstrukteur spielst, sollst du dich immer wie einer fühlen. Aber uns ist auch wichtig, dass du die richtigen Hilfsmittel hast, um auszudrücken, wie du deinen Konstrukteur spielst. Klassenvorteile legen den Kern jeder Heldenklasse fest, ohne deine Gameplay-Entscheidungen unnötig einzuschränken. Zum Beispiel hat sich Basis von einer Fähigkeit zu einem Vorteil der Konstrukteurenklasse geändert. Daraus resultiert, dass sämtliche Konstrukteure über ihr Fallenkreismenü auf Basis zugreifen können. Was? Also, wurde quasi jeder Konstrukteur als Beispiel über den Haufen geschmissen? Tja, das klingt nach ganz schön vielen Heldenvideos in Season 8. Du wirst die meisten Klassenvorteile wiedererkennen, weil sie vorher schon in irgendeiner Form existiert haben. Allerdings wurde an allen gefeilt, um ihrer Rolle besser gerecht zu werden. Für einige bedeutete das, dass sie überarbeitet wurden oder Funktionen hinzugekommen sind, während andere einfach nur ein Feintuning und leichte Anpassungen erhalten haben. Zum Beispiel ist in der Zone ein Vorteil der Entdeckerklasse und enthält standardmäßig die Funktion des alten Vorteils Scharfes Auge. Oh, das ist cool, weil ich glaube, Scharfes Auge hatte nur die Pfadfinderin Jess. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Scharfes Auge dieses Perk, wo du zwei Felder weit durch die Wand gucken kannst, weil du siehst die Kisten und was für einen Inhalt die Kiste hat. Also, welchen Seltenheitsgrad? Grün, blau, lila. Legendär habe ich noch nicht als Kisteninhalt gesehen. Aber ich meine, das ist Scharfes Auge als Perk. Teamvorteil. Teamvorteile prüfen die Stärke deiner Auswahl, doch unter ihnen finden sich die mächtigsten und am stärksten aufstellungsdefinierenden Effekte des ganzen Spiels. An dieser Stelle Props an die Person, die es übersetzt hat. Ich wünsche mir immer noch, dass einige Audiotitel im Game korrekt übersetzt werden, ja. Aber das ist schon mal gut, wie das übersetzt wurde. Die Vorteile sind nicht an einen Helden gebunden, sondern werden aus einer Liste deiner nicht freigeschalteten Teamvorteile ausgewählt. Wenn du dein Teamvorteilslot zum ersten Mal freischaltest, werden dann 4 Teamvorteile freigeschaltet. Wir können es kaum erwarten, all deine fantastischen Aufstellungen zu sehen, die ihr schafft. Okay, Teamvorteil klingt gerade noch, wenn man es jetzt nicht mit dem Bild hätte, ziemlich kompliziert. Aber hier steht halt ein Team-Perk mit einem 5-fach-Bonus. Ah, hier. Für jeden Helden mit 3 oder mehr Sternen bekommt man mehr Schild. Also hier, für jeden Helden, der 3 oder mehr Sterne hat, bekommen wir einmal den Bonus. Und hier steht 5-mal. Das heißt, wenn jeder im Support-Team hier drunter diesen Bonus erfüllt, Held mit 3 Sterne oder mehr, dann hat sich der Bonus hier verfünffacht. Alles klar. Ich hab's gerafft. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten wird nochmal ein Video kommen, wenn das System da ist. Aber ich glaube, das wird hier nochmal stärker erklärt. Habe ich schon zu viel rausgelesen aus dem Bild. Diese Vorteile sind besonders, weil du sie nur freischalten kannst, indem du dein Unterstützungsteam spezielle Kriterien erfüllt. Ja. Danke. Ich sollte einfach nur lesen und nicht schon versuchen, vorher Sachen zu erklären. Es war zwar richtig, was ich erklärt habe, aber es stand auch im nächsten Satz drin. Super. Teamvorteile haben das Potenzial, deinen Spielstil maßgeblich zu verändern, aber dafür müssen die Aufstellungen genau stimmen. Hier sind einige Beispiele. Höhenrausch-Anbeterin. Gold des Anbeterin-Sprung ermöglicht 2 Extrasprünge, erfordert 3 Ninjas. Das klingt lebensmüde, aber wer weiß, vielleicht sind Ninjas richtig, richtig krass geworden jetzt im neuen Loadout. Doppelschlag für jeden Helden mit 2 oder mehr Sternen kostet dein nächster schwerer Angriff nach Gebrauch einer Fähigkeit 20% weniger Energie. 20 Teamvorteile wurden als Teil der Einführung der Heldenauswahl hinzugefügt. Außerdem werdet ihr einige existierende Vorteile erkennen, die zu Teamvorteilen wurden. Wenn eure Helden keine Teamvorteile haben, wie bekommt ihr sie dann? Hier ist eine Möglichkeit. Also wurden als Teil der Einführung vom System hinzugefügt. Das heißt, da wird noch mehr kommen. Wir kriegen noch mehr verschiedene Vorteile. Was logisch ist, weil wir jedes Mal neue Helden kriegen. Mythische Helden spielen in der Heldenauswahl eine besondere Rolle. Was mythische Helden von anderen unterscheidet, ist, dass sie euch immer Zugriff auf einen neuen und einzigartigen Teamvorteil geben, wenn ihr sie erhaltet. Bei zukünftigen mythischen Helden könnte es sogar nötig werden, einen Auftrag für sie zu erledigen, ehe sie eurem Team neue Kampftricks beibringen. Das wird nicht die einzige Möglichkeit sein, an neue Teamvorteile zu kommen, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige. Ausnahme, Auswahlwechsel. Das Speichern mehrerer Heldenauswahlen ist möglich. Dankeschön! Jetzt kann man sich wahrscheinlich, es steht eh hier drin, kann ich euch jetzt schon sagen, aber ich freue mich sehr, ein Farm-Team, ein Storm-Chess-Team, ein Vierfach-Mission-Team, ein
Lagermissionsteam. Oh. Es wäre nämlich echt ätzend, jedes Mal 7 Helden zu ändern, wenn man in einen anderen Missionstyp reingeht. Mit der neuen Heldenauswahl könnt ihr mehrere Aufstellungen speichern und zwischen ihnen hin und her wechseln. Ihr werdet zusätzliche Auswahlslots verdienen, indem ihr die Kampagne Halte die Stellung in Kämpfe besteht. Ist das ein bereits existierender Auftrag? Es ist schon etwas lange her, dass ich die Story durchgespielt habe. Aber Halte die Stellung in Kämpfe? Oder ist es, vielleicht ist es auch was Neues. Abänderung. Zukünftig werden beinahe alle neue Helden einzigartigen Vorteil haben. Sehr schön, so muss es sein. Abänderungen sind für die Helden reserviert, die entweder nur über Echtgeldangebote, also Gründerpakete oder zeitlich limitierte Exklusivbelohnungen, Geburtstagsbrigade Ramirez, verfügbar sind. Diese Methode wenden wir für alle existierenden Helden an, sodass viele Abänderungen zu einzigartigen Helden werden. Das bedeutet, dass Helden wie der 8-Bit-Demo und Demolierer Bull ihre eigenen Vorteile erhalten. Ja, das sind eigentlich, ist es dieselbe Klasse. Die sind beide Demolierer, 8-Bit-Demo und Demolierer Bull, aber jeder von denen wird dann doch besonders. Das heißt, das Prinzip der Helden wird gleich sein, auch Häuserkämpfe an Häuserkämpfe, aber der Bonus wird sich unterscheiden. Dies erweitert sich auch auf die alternative Charaktere derselben Unterklasse, so werden Demolierer Bull und Demoliererin Penny nicht mehr dieselbe Ausrüstung haben. Wow. Wie wollen die das hinkriegen? Bei den ganzen Helden. Ich bin gespannt. Sind denn nur noch wenige Tage. Helden vergangener Events. Wir verstehen, dass all deine Helden ganz schön umgekrempelt sind. Was? Und ihr haltet euch inzwischen eventuell auch von manchen eventbezogenen Belohnungen fern, weil sie Abänderungen von Helden waren, die ihr bereits hattet. Oder vielleicht passen ihre Vorteile auch nicht zu eurem Spielstil. Unsere Langzeitziele bestehen darin, auf den Weg für euch zu sinnen, an Helden vergangener Events zu kommen. Wir haben einige tolle Ideen, wie diese Möglichkeiten bereitstellen wollen, aber noch etwas zu früh darüber zu reden. In der Zwischenzeit verleihen wir allen Spielern einige Gutscheine für Heldenrekrutierung, die ihr einlesen könnt, um Event-Helden aus der Sammlung zu rekrutieren. Schnappt euch euren Heavy Base Kyle. Wie heißt er nochmal auf Deutsch? Machtbasis. Schnappt euch den Machtbasis Kyle. Bitte. Ihr begeht keinen Fehler. Siehe Sturmschildverteidigung 10 Solo. Ohne zu schießen. Ihr begeht keinen Fehler, wenn ihr euch den holt. Der ist im Cyber-Event drin, für alle, die jetzt fragen wollen. Neue Helden. Wie könnte man die neue Heldenauswahl besser zelebrieren als mit weiteren Helden? Wir haben 8 neue Aufträge hinzugefügt, für die ihr je einen Helden als Belohnung erhaltet. Diese Aufträge sind Erweiterungen der klassenspezifischen Auftragsreihen und werden nach Sturmschildverteidigung 2 im Brutal freigeschaltet. Aktualisierte Belohnungen. Wir haben einige Änderungen an Heldenbelohnungen vorgenommen, die ihr mit normalen Auftragsfortschritt verdient. Die Änderungen sollen die Anzahl doppelter Helden reduzieren, die ihr zur Erweiterung eurer Sammlung erhalten habt. Okay. Spieler, die diese Aufträge bereits erledigt haben, erhalten die neuen Belohnungen bei der nächsten Anmeldung. Oh Gott, das klingt wieder nach vielen Geschenkpaketen. Auf dem neuesten Stand? Aber wir sind schon fast durch. Geht doch locker schon 20 Minuten. Ne, 13. Hier, auf dem neuesten Stand, da war ich stehen geblieben. Gedankenpause bleibt drin. Wir möchten, dass ihr euch gleich an die Zusammenstellung neuer Heldenauswahlen macht und sie im Spiel ausprobieren könnt. Um dabei zu helfen, schenken wir jedem, basierend auf dem jeweiligen Kontolevel, eine bestimmte Menge Helden-EP und Materialien zur Weiterentwicklung. Gratis Regentropfen für alle! Außerdem fügen wir Rekrutierungsmaterialien hinzu, Handbücher und Wellengang, sodass ihr einige neue Helden aus der Sammlung rekrutieren könnt. Auf geht's zum Experimentieren. Neues Rekrutierungsmaterial, Handbücher und Wellengang. Verstehe ich nicht. Sind das neue Items? Neue Ressourcen? Okay. Aktualisierte Wirtschaft. Unser Ziel ist es auch, euch mehrere Möglichkeiten zu geben, neue Aufstellungen auszuprobieren und mit neuen Helden zu experimentieren. Wir fanden, dass es mit den bisherigen Missionsbelohnungen etwas schwierig war, also haben wir die Belohnungen in Form von Helden-EP, Skizzen und Überlebenden-EP und Missionsalarm in Planketon, Brutal und Twin Peaks deutlich erhöht. Mehr V-Bucks? Habe ich ja gerade rausgehört. Mehr Missionsalarme, Brutal, Twin Peaks. Ich höre da mehr V-Bucks klingeln. Gegenstandszurücksetzung. Eure Sammlungen sind uns wichtig. Wir wollen auf keinen Fall den Aufwand entwerten, den ihr hineingesteckt habt. Ja, da würdet ihr auch viele Spieler verlieren, mein Freund. Das neue System verändert grundlegend, wie Helden funktionieren. Also wenden wir euch die kürzlich eingeführte Gegenstandszurücksetzungen. Setzungen. Eben noch die Übersetzung hier. Gelobt.
um die Möglichkeit zum Zurücksetzen für alle Helden zu bieten. Das sieht dann so aus. 50er Held wird auf Level 1 zurückgesettet und ihr kriegt alles, was ihr reingeballert habt, umsonst. Also ihr kriegt alles wieder und behaltet den Helden auf Level 1, anstatt dass er zurückgeschickt wird, also quasi gekillt. Das ist der erste Schritt. Das ist ein langer erster Schritt. Aber wir wollen der neuen Heldenauswahl. Aber wir wollen die Funktion in Zukunft noch weiter verbessern. Wir freuen uns riesig auf das Update und können all eure teuren kreativen Varianten der Heldenauswahl kaum erwarten. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was das Experimentieren angeht. Wow. Das ist auf jeden Fall heftig, was hier alles verändert wird. Ich hoffe, ihr habt's alle gerafft. Ansonsten wird's einen Teil 2 von diesem Video in-game nochmal geben. Aber ich denke, dass ihr das auch nach und nach immer mehr verstehen werdet, umso mehr Heldenvorstellungsvideos kommen. Denn für jede Heldenvorstellung sehe ich jetzt schon, dass ich jedes Mal den Haupthelden vorstelle, um den es wirklich geht, und den Bonus, mit dem ich ihn spiele. Das heißt, alle 5 Leute aus dem Support-Team plus mein Team-Perk bedeutet, jedes zukünftige Heldenvorstellungsvideo wird deutlich intensiver als alle, die ihr bisher kanntet, plus die, die ich euch bisher vorgestellt habe. Davon werde ich nochmal die beliebtesten raussuchen und mich als erstes ranmachen, wie zum Beispiel Häuserkämpfer, Vollstrecker, Zurückgewinner. Die werde ich alle nochmal aufkrempeln und mit den 5 Support-Team-Boni und mit dem Team-Perk vorstellen. Also, klingt auf jeden Fall nach ziemlich vielen Helden-Videos in Season 8.